Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keeping Up with E-Horses. Wir haben Kalenderwoche 38 und heute haben wir wieder tolle Themen für euch vorbereitet. Dann haben wir wieder Top 3 Pferde der Woche rausgesucht. Und zu guter Letzt dürft ihr wieder abstimmen. Rika, du hast wieder was rausgesucht. Das alles in dieser Folge. Beginnen wollen wir mit dem ersten Thema, das Weltfest des Reitsports. Das größte Reitturnier der Welt, der CHIO Aachen, hat in der letzten Woche stattgefunden und war wieder ein toller Erfolg. Alle Reiter waren wieder super zufrieden und aus deutscher Sicht war es wieder auch unglaublich erfolgreich. Endlich hat er es geschafft. Daniel Deusser mit seiner Stute Killer Queen konnte den Grand Slam von Aachen gewinnen, den großen Preis. Er wurde mittlerweile schon zweimal Zweiter und jetzt hat es endlich für den Sieg gereicht. Das war natürlich wieder ein ganz besonderes Erlebnis. Alle Ergebnisse der Top 6 Reiter des großen Preises blenden wir euch hier auch ein. Und die deutsche Dressur-Equipe, also die haben natürlich auch wieder abgeliefert. Den Nationenpreis konnten sie wieder gewinnen und zwar zum 39. Mal. Also die deutschen Dressurreiter und Reiterinnen sind wirklich, ja, fast nicht zu schlagen und haben wieder mit dem Team Isabel Wehr, Jessica von Bredow-Werndl, Carina Scholz und Frederik Wandrees den Nationenpreis gewonnen. In der Disziplin Vielseitigkeit konnte sich leider das deutsche Team nur auf Platz 5 rangieren und auch in der Einzelwertung konnte Andreas Ostholt den 5. Platz erreichen. Und am Donnerstag gibt es ja immer den großen Nationenpreis der Springreiter. Das ist ja mit das Highlight auch des CHIO Aachens. Und dort gab es eine Schocksituation, denn Markus Ehning ist mit seinem Hengst à la carte NRW gestürzt auf dem Abreiteplatz und konnte dann nicht teilnehmen, was natürlich super ärgerlich war, auch für die Mannschaft, denn so gab es kein Streichergebnis und leider gab es dann auch im Team mehrere Fehler, aber zum Glück geht es Markus Ehning und seinem Hengst gut, beide sind gesund und munter, aber das ist natürlich ein Schock, der erstmal alle Zuschauer den Atem gehalten hat. Einen passenden Übergang vom CHIO Aachen haben wir zu unserem neuen Artikel und zwar das Ende einer Ära. Isabel Wehr hat ihren Rücktritt angekündigt und noch beim CHIO Aachen letzte Woche konnte sie sich wieder auf die begehrte Tafel verewigen und zwar mit Quantaz konnte sie die Kür gewinnen und steht somit wieder mal auf der ganz begehrten Tafel vom Deutsche Bank Stadion in Aachen. Aber mit ihr geht natürlich eine unglaubliche Ära zu Ende. Rika, ich würde sagen, wir werden hier einfach mal ihre Ergebnisse und ihre Titel einblenden, denn sie ist mit Abstand die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt. Ich habe hier nur einmal ein bisschen was aufgeschrieben, aber ihr erstes internationales Turnier hatte sie schon 1989 in Mondorf, einem kleinen Ort in Luxemburg. Und dort ritt sie im Sattel von Weingart. Das war auch ihr Durchbruch und bereits mit dem Team konnte sie dort die Goldmedaille gewinnen. Mit Gigolo war sie dann noch dreimal auch bei den Olympischen Spielen und viele von euch werden natürlich die Stuten Weihegold und Bella Rose kennen. Das sind mit die vier erfolgreichsten Pferde, die sie in ihrer Laufbahn hatte. Was übrigens ihre nächsten Ziele sind und was sie jetzt nach ihrer aktiven Karriere im Dressursattel macht, das erfahrt ihr auch alles bei uns natürlich im Artikel im E-Horses Magazin, ist wie immer unten verlinkt. In der letzten Wochenshow haben wir schon einmal wieder über das Fünfkampfdrama gesprochen. Diese Woche ist es auch nochmal dabei, denn jetzt gibt es wieder neue Erkenntnisse, beziehungsweise hat sich der neue Präsident der FN, Hans-Joachim Erbel, dazu geäußert und bemängelt die Reitkenntnisse der Fünfkämpfer bzw. Fünfkämpferinnen. Und die Athleten sind seiner Meinung nach keine richtigen Reiter, denn sie haben nur, ja, wenig
wenig Kenntnisse, was das bedeutet, über 1,20 Meter zum Beispiel bei Olympia zu springen. Und deswegen ist die FN und die FEI, das ist ja der internationale Verband, jetzt wirklich auf den nationalen und internationalen Fünfkampfverband zugetreten, wollen mit denen in Austausch treten und so eine Lösung finden, wie das in Zukunft weitergehen soll. Falls es da weitere Erkenntnisse gibt und falls sich der Fünfkampf doch nochmal ändert, erfahrt ihr das natürlich auch in unserer Wochenshow. Nach unseren Top 3 News der Woche wollen wir natürlich die Top 3 Inserate der Woche auch wieder vorstellen. Rika hat wieder was rausgesucht für euch. Und zwar wollen wir dieses Mal beginnen mit einem schicken Nachwuchs Andalusier, der für jeden Bereich einsetzbar ist. Er hat die Farbe Falbe, die natürlich sehr beliebt ist. Und 1,54 groß, 5 Jahre alt, ein Wallach. Als zweites haben wir für euch eine wunderschöne Rapsstute rausgesucht von Don Darius mal Florenzio. Und diese Oldenburger Warmblutstute ist 7 Jahre alt, 1,68 groß und ein echter Hingucker. Ihr findet wie immer die ganzen Links in unserer Infobox. Als drittes haben wir für euch eine aufgeweckte Stute mit 3 außerordentlich guten Grundgangarten. Rubina heißt sie. Sie ist von Fiorano mal Devignon und Devignon ist von Donnerhall. Sie ist 1,63 groß, 8 Jahre alt. Auf jeden Fall auch einmal vorbeischauen. In der letzten Wochenshow hattet ihr das Vergnügen und konntet abstimmen auf unserem Instagram-Account eHorses. Dort haben wir diese beiden Fohlen vorgestellt und das obere Fohlen hat mit Abstand gewonnen. Das ergab insgesamt 74% gegenüber den anderen Fohlen und das wollen wir natürlich diese Woche auch machen. Dieses Mal hat Rika, die auch wieder hinter der Kamera steht, danke dafür, 2 Trakehner-Fohlen rausgesucht, ein Hengst und eine Stute. Da dürft ihr auch wieder abstimmen, die blenden wir euch hier natürlich ein und wir sind echt gespannt, wen ihr dieses Mal als Favoriten habt. Falls ihr auch Vorschläge habt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare oder schreibt uns einfach per Direct Message, dann können wir das natürlich auch aufnehmen, wenn ihr generell noch irgendwelche Inhalte gerne mit in dieser Wochenshow haben wollt. Und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Woche. Ihr könnt natürlich gerne kommentieren, abonniert unsere Kanäle, Facebook, Instagram und YouTube. Und dann wünsche ich euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.